Hallo zusammen, schönen Gruß aus der Lüneburger Heide. Das ist das Hauptmotiv heute, mein neuer Bus. Und neben mir steht Zolak und das sind der Olaf und Tabea. Hallo ihr beiden. Moin Moin. Moin. Und wir wollen Lightpainting machen, wir warten darauf, dass es dunkel wird. Olaf, willst du ganz kurz sagen, was der Plan ist? Genau, wir machen ein paar schöne Bilder einfach von dem Bus, dass wir den Bus wirklich mit Lightpainting einmal in Szene setzen, ausmalen mit Licht und ein paar Spuren dahinter setzen mit dem Lichtschwert, schönen Blau-Weiß-Mix und dann ein paar Freestyle-Spuren mit, jetzt kommst du, Lightblades, Lametta, also ja, mit Strobolicht und so, also mit den klassischen Lightpainting-Werkzeugen, mit denen man eigentlich wirklich viel machen kann. Und dann dachte ich, dass wir mal ein bisschen was Witzigeres machen und dich auch einfach mal mit dem Bus in verschiedenen Positionen auch darstellen. Ich habe verschiedene Jacken und Pullover dabei. Genau, immer mal eine verschiedene Jacke auch einfach anziehen, verschiedene Pose, alles in einer Belichtung natürlich wieder. Das, kein Photoshop. Genau, kein ohne Photoshop. Ja. Mehrfach wir klonen dich. Genau. Die Welt kann mehr Stefan Wiesners gebrauchen. Da kannst du nicht genug von geben. Ich würde sagen, 3 Stück machen wir mal von dir. Ich bin gespannt, ja. Okay, dann bauen wir auf, würde ich sagen. Ja. Ich muss noch ein bisschen dran üben. Das ruckelt zu sehr, das kriegst du da nicht flüssig groß. Geil. Ja, also wenn man mal Leute mit einem Fahrrad irgendwo durch die Gegend, also nur mit einem Rad durch die Gegend rennen sieht, dann könnte es ein Lightpainter sein. Okay. Ja, normalerweise klappt man ja Fahrrad immer so, dass das Vorderrad irgendwo stehen bleibt. Mhm. Wir Lightpainter klauen nur die Vorderräder. Okay. Wie viele Taschenlampen sind das? Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe glaube ich 40 oder 50 Lampen. Überall verstreut. Lampen hat die Blitze, das ist gar nicht gut. Man kann nie genug Lampen haben, das ist es einfach. Ja, womit wir anfangen? Auf jeden Fall erstmal mit dem Testbild, dass wir wirklich erstmal den Bus rein belichten, mit dem Stab einmal ausleuchten und dann mit dem LED-Lichtschwert wollte ich dahinter eine schöne blau-weiße Spur groß lang ziehen. Was machst du da? Genau, ich gucke einmal, welche Lichtfarbe von der Temperatur her am schönsten jetzt passt mit dem Lack, dass der weiße Lack auch schön rauskommt. Werde es mit indirektem Licht ausleuchten und vor allen Dingen halt auch mit der Flächenleuchte, dass ich jetzt nicht irgendwie punktuell im Lack eine Spur reinziehe. Und dann muss ich halt einmal wirklich testen und lang gehen, welchen Abstand ich zu dem Auto brauche, um es schön gleichmäßig auszuleuchten. Ein bisschen frontaler? Also ich hätte gerne, dass man den Scheinwerfer, also hinten, den roten noch sieht. Ja. So, wir haben jetzt das Auto noch ganz klein wenig verschoben und haben jetzt hier so leicht schräg von der Seite, wir haben eine Pfütze und die Idee ist, dass wir die Pfütze mit reinnehmen als Spiegelung und dahinter haben wir den Mond. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, sonst ist der Mond zu hoch. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein ganz cooles Bild. Die Jungs sind noch am Tüfteln hier, aber kommt gut. Direkt noch in der Spiegelung drin haben. Auf diese Höhe. Deswegen okay, das ist nicht abgeschnitten. Genau. Dann haben wir den Scheinwerfer, den Radkasten, diesen ganzen Teil mit drin. Das sieht schick aus. Ja, sieht schick aus. Und müssen dann gucken, dass wir dieses wunderhübsche Schild da hinten nicht so richtig im Bild haben. Ja, guck mal. Das ist gar nicht dabei. Ja. Das kann ich noch ein bisschen, jetzt will ich ja noch ein bisschen höher kommen, aber genau. Das Schild kommt da nicht mit rein. Ja, weil hier werden die Pfützen aufgeräumt. Ja. Wir brauchen eine schöne Spiegelung. Das ist in Lightroom schneller gemacht als live. Aber live ist es viel mehr Spaß. Ja, ich glaube, ich habe alles. Wir machen es Trick 17. Also. Du bist so ein Fuchs. Das Coole bei dir ist, du kommst mit einer Idee und ich verstehe sofort, was du meinst. Ja, das ist Bombe, so muss das sein. Ich hole eine Decke. Ja, verstanden. Also einmal kurz erklärt, also das Licht halt wirklich aus, weil es darf nicht zu lange an sein, sonst frisst es sofort raus und ist zu doll. Ja. Man muss ja immer einen Ablauf haben für ein Bild. Mhm. Wir hätten jetzt 1, 2, 3, 4 Schritte ungefähr, die wir in dem Bild machen wollen. Mhm. Ich fange mit Schritt 1 an, Auto ausleuchten, sauber entlang, dann die Spur ziehen mit dem Lichtschwert, Schritt 2. Und Schritt 3 wäre von hinten die Kulisse ein bisschen, also einmal nach hinten ausstrahlen und auch nach vorne die Bäume anstrahlen. Ja. Mhm. Und bei Schritt 4 wird dann Tabea, wenn ich ihr sage zu, hältst du einfach die Jacke hier kurz davor, du machst das Auto auf, machst kurz das Licht an, wir halten die Jacke 1-2 Sekunden, machen sie weg, dann wieder zu und dann kann die Belichtung aus. Okay, sehr gut. Verstanden. Okay, cool. Deine Jacke. Danke. Ich habe eine tragende Rolle. So.
So. Nicht die Merkel-Hand hier schon wieder. So, das erste Bild haben wir im Kasten. Die Idee war ja so ein bisschen, dass wir das Light-Painting drumherum machen. Jetzt ist einfach der Mond raus, jetzt ist vorbei mit Umgebung. Das heißt, das Bild ist im Kasten, das ist gut. Es war eine stufenweise Entwicklung. Tobias hat die Idee, das blaue Licht darunter zu setzen. Dann haben wir, wie wir das Licht da verlaufen lassen, haben wir ein paar Mal gewandelt. Rücklicht an oder nicht Rücklicht an, dass wir ein bisschen roten Touch haben oder nicht. Also man muss das einfach ein paar Mal machen. Gut für gutes Cardio-Training noch nebenbei, ne? Ja, ja. Olaf ist hier am Keuchen. Wir sind zufrieden, wir sind happy. Also tolles Bild. Cut. Nächstes Bild. Das ist ja das, weswegen wir hier sind. Mich mehrfach in einem Bild platzieren. Das ist jetzt basteln die nächste. Würde ich sagen. Also beim zweiten Bild ist halt so gedacht, dass Stefan dann zweimal im Bild ist. Ich würde ihn einmal vorne an der Frontpartie vom Auto abbilden und dann halt auch einmal hinten. Und damit erstmal anfangen, dass er erstmal zweimal drin ist. Wenn das geklappt hat, dann würde ich dann dran gehen, dass er wirklich auch dreimal zu sehen ist. In einer Belichtung. Okay, und wie machst du das? Ganz einfach, wir stellen ihn einmal hin. Ich beleuchte erstmal nur den vorderen Teil, also ihn und den vorderen Teil vom Auto. Und dann kann er eine andere Jacke anziehen, sich dann nach hinten setzen. Und dann fange ich genau da an, wo ich aufgehört habe beim Auto beleuchten und gehe dann weiter nach hinten und leuchte ihn dann da nochmal mit aus. Also das Bild wird einfach von der Beleuchtung her in zwei Teile geteilt beim ersten. Und danach halt in drei Teile, weil wir ihn dreimal ausleuchten. Okay. Gut, dann muss Stefan, du bist auch soweit. Ready. Wir gucken nach hinten. Okay. Tabi, du kannst auslösen. Ja, toll. Okay, jetzt kannst du die Position. Warte, noch nicht wechseln. Ja, jetzt kannst du die Position wechseln. Olaf, beweg dich, helles Auto. Ja, ich bin dabei. Bist du was? Ja. Okay. Auch bleiben. Blau muss, glaube ich, aus, oder? Ja, ich brauche noch den Baum. Da könnte ich. Du stehst nur noch als Silhouette da. Ich will nämlich noch die Landschaft. So, Beine sind gut, Kopf ist gut. Location kommt. Hier ist der Kopf jetzt auch besser. Unten Beine. Kopf ist gut, Beine sind auch gut. Ja, das hat geklappt. Das hat geklappt und da hinten sowieso. Ja, das ist Bombe. Ja. Ist insgesamt ein bisschen dunkel, aber das kann ich dann halt hochziehen. Ja, das ist lieber etwas dunkler als eigentlich. Genau, ja, genau. Zu hell. Ja, cool. Kann man's. Das ist dreimal auf einem Foto drauf. Ja, dreimal auf einem Foto. Ohne Photoshop. Eine Belichtung. Ohne Photoshop, genau. Hat geklappt. Ja, sehr cool, Sehr geil. Stimmt, die Männer hier. Geil, ich finde es witzig, das transportiert was. Ja. Erzähl auf der Kamera noch mal ganz kurz, wie du das jetzt gemacht hast, was jetzt der Trick war. Der Trick war wirklich das gezielte Ausleuchten einfach, dass man sich wirklich merken muss einfach, wo man hinleuchtet. Ich habe das Bild halt in mehrere Segmente unterteilt. Wirklich, dass ich das Auto einmal unterteile, dass ich nicht aus Versehen da auch hinleuchte, wo du schon warst. Das ist halt das Wichtigste einfach, sonst wirst du durchsichtig. Das ist beim ersten Mal passiert. Mhm. Deswegen musste ich die Lampe noch mal ein bisschen anders halten, dass ich nicht auch vorne die Felge mit anleuchte. Und dann so schnell wie möglich musstest du auch als Dummy dort auf dem Koffer sitzen, damit der Himmel deinen Kopf nicht durchsichtig macht. Mhm. Und dann habe ich mich um die Location gekümmert und dann mit einer kleineren Lichtquelle dich gezielt nochmal angeleuchtet. Mhm. Für diejenigen, die das nicht verstanden haben, im Zweifelsfall mal ausprobieren mit dem Durchschimmern. Das Problem ist folgendes, wenn er mich jetzt hier belichtet, da ist ja die Frage, was ist mit dem Hintergrund? Wenn der Hintergrund eine gewisse Helligkeit hat und man den nachher sieht, dann sieht das so aus, als wenn mein Kopf durchsichtig wäre. Das heißt, je länger er belichtet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Hinten was durchlichtet. Und sobald da irgendwas reflektiert, weil er mit der Lampe irgendwo rumfuchtelt und das weiße Auto reflektiert halt einfach, die Alufelgen reflektieren natürlich etc. Also ich bin nicht plötzlich durchsichtig, sondern der Hintergrund ist plötzlich sichtbar, obwohl ich davor sitze. Das ist das Problem. Kann man aber auch bewusst mit einsetzen.
Klar, das kann natürlich. Wenn man möchte, kann man so auch gezielten Geist hinsetzen. Halloween steht vor der Tür. Deswegen ja. Ja, ich glaube, wir haben unsere Bilder. Ja. Würde ich sagen. Von der Kameraeinstellung noch ganz kurz. Wir waren im manuellen Modus, im Bulb-Modus. Das heißt, wir haben einen Fernauslöser dran, drücken ab, wenn er loslegt und stoppen halt, wenn er fertig ist. Das heißt, die Belichtungszeit variiert immer ganz klein bisschen. Blende so irgendwo zwischen 6 und 10 und ISO 100. Im Zweifelsfall ein bisschen zu dunkel belichten, weil ich kann es heller machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber wenn wir es zu hell machen und es ist ausgebrannt oder eben durchsichtig, dann geht es halt nicht. Also im Zweifelsfall ein Tick zu dunkel, aber nicht zu dunkel. Immer mal wieder prüfen, auf das Histogramm schauen zwischendurch natürlich. Mehr ist nicht dabei, manueller Fokus. Ja. Sonst an der Kamera. Kann man mit jeder Kamera machen, spielt eigentlich gar keine Rolle. Solange du einen Bulb-Modus hast, das wäre das Wichtige. Ich würde sagen, wir haben eine Gaudi gehabt. Jo. Ich hoffe, das war interessant und spannend. Der Zolak, folgt ihm auf Instagram, er hat einen eigenen YouTube-Kanal, er hat auch ein Buch geschrieben. Also wenn du sowas basteln willst, dann schau doch mal in sein Buch rein. Wir machen das noch zum Bestseller, dein Buch. Ich sehe das schon. Außerdem kann man bei ihm Workshop buchen, der Olaf ist ein ganz netter. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Bonus heißt Pegasus. Ne? Die junge Dame hat versprochen, dass sie meinen Bus für Flügel verleiht. Nein. Ich formuliere das neu. Die junge Frau hat versprochen, dass sie jemanden kennt, der meinen Bus Flügel verleiht. Ja. Und der jemand bin ich jetzt, ne? Verdammt, ey. Jackpot. Was ist der Plan? Okay, der Plan ist jetzt hier von der Location her mittig auf der Straße. Erst angefangen halt mit einer schönen Hinterleuchtung, Schlagschatten, Bäume ein bisschen anleuchten, Auto natürlich anleuchten. Und dann, das wird lustig, soll er Flügel halt wirklich bekommen. Also wirklich so Flügel. So Engelsflügel, ist ja ein weißer, unschuldiger Bus. Genau. Ja, und wir müssen mal gucken, ob das Ganze wirklich wie ein Engel aussieht oder ob es dann nicht doch einen kleinen Charakter von Dumbo, dem Elefanten hat. Vorsichtig. Die Gefahr ist wirklich dabei, dass es Dumbo werden kann. Genau. Ich versuche sehr Engels gleich zu malen. Also, Flügel sind nicht einfach. Das ist wirklich das. Ich wüsste, ich hätte null Idee, wie das geht. Bin gespannt. Das ist eigentlich ganz leicht. So, jetzt ist es Viertel nach elf. Genau. 2 Stunden später, 3 Stunden später. Premiere. Mit dem Blade jetzt wird das Ganze halt einfach gemacht. Ist ein graviertes und natürlich ja jetzt mit dem selbst gebastelten 3D-Aufsatz. Light Painter sind Spielkinder. Und du nennst das Blade, einfach das Plexiglas. Genau, die Plexiglasscheiben, die heißen einfach Blade. Mhm. Light Blade kann man in verschiedenen Größen, Formen, Farben, in allen eigentlich gestalten. Okay, und das mal ganz frei. Und die Aufsätze für die Taschenlampen, die machst du dir selber? Die baue ich selber. Man kann die natürlich ganz einfach machen. Aber ich bin ja auch ein kleines Spielkind. Hab mir das in CAD konstruiert, selber konstruiert und druck die dann mit einem 3D-Drucker. Und tüftel dann immer ein bisschen rum. Sieht aus wie ein kleiner erschrockener Affe, ja. Ja, cool. Ja, vor allem mit Spielereien, ne? Ah. Krieg ich das scharf? Ja, das wird schwierig. Und damit ich weiß, welche Größe er hat. Ja, ist das? Ach, Größe 4 dann eben für 4 Zentimeter. Für oben, für 4 mm. Ah, da, okay. Ja, da passen die 4 mm Blades rein. Blende 7, sowas? Ja. Das passt. Ready. Okay, und? Kamera läuft. Das sieht so bizarr aus. Das war danach nämlich nicht mehr so schön. Ich fühlte mich sehr un... Nicht erzählen. Im Podcast dann. Genau. Ja, irgendeine kleine Backe hatte ja jeder. Ne? Ich bin mal gespannt. Ich glaube, die Flüge sehen sehr unterschiedlich aus. Ja, ich weiß es. Ja. Erster Versuch. Ich habe es auch gesehen. Wir wissen, du brauchst mehr als einen. Ja. Das sieht jetzt schon cool aus. Okay, Licht vom Auto ganz kurz. Ich habe zu. Die kannst du mal kurz halten. Ja. Die Flügel, das war noch nicht gut. Was war mal mit der Gestalt noch? Okay, kannst du aufmachen. Das reicht. Ich habe auch noch kein schönes englisches Flügelbild bekommen. Ja, er übt ja jetzt hier. Flügel sind die... Ich hasse Flügelgestalten. Du liebst sie, sagst du. Ich liebe Flügel malen.
Also wenn man nachts irgendwo Leute, ne, die dann so... Ja, ich, eigentlich suche ich Wasseradern. Und so Energiequellen und sowas. Ja. Da hätte ich ja mal gar keinen Bock drauf, ne? Danke! Verglitzert, man kann Promotion lesen. Alter, das ist ja Wahnsinn, wie man bei der reinkommt. Ne? Das ist die, ne? Einsteiger-Nikon, ne? Das ist die Z5, die kostet irgendwie 1300 Euro. Die. Aber guck dir das mal an. Ja. Mhm. Irre. Das ist wirklich cool. Und Flügel sind viel cooler. Ja, guck mal, die verschiedene cool. Techniken mit angewendet, um, ja, das aber zu machen. Das ist wirklich super geworden, Olaf. Also, Gratulation. Wirklich. Ist nicht symmetrisch, drei ist Minuten nicht perfekt. Übrigens, ne? Das waren 3 Minuten. Ja. Hätten Sie es gewusst? Seht ihr, das sind Augen. Dunkle Augen. Dunkle Augen mit den Ja, genau, Sitzen mit den. Ja. Ja. Aber ich find's cool. Es ist sehr cool. Hat sich gelohnt. Das ist witzig. Hör öfter auf deine Frau. Ja, man soll sowieso, ja, versuche ich immer wieder. So, kurz für die Zuschauer. Also, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben den Bus auf eine verlassene Straße gestellt, abgesperrt und so weiter. Also hier fahren keine Autos mehr. Wir sind auf dem Dorf, hier schlafen alle außer mir. Haben den Bus hier hingestellt, Licht aus natürlich, haben unter das Auto blaue Lichter gestellt, damit der Boden halt ein bisschen blau ist. Kamera davor gestellt und dann hat der Olaf angefangen zu malen. Lange Belichtung, also im Bulb-Modus, und dann hat er angefangen, zeig mal deine Feder nochmal. Hast du noch einen Griff bereit? Quasi die Flügel bestehen tatsächlich aus einzelnen Federn. So. Was er hier hat, ist ein Licht und das blinkt. Immer wenn es aus ist, sieht man es nicht. Man sieht es ja nur dann, wenn es blinkt. Und dadurch hat er so einzelne Flügel. Je nachdem, bewegt er die schnell, hat er verwaschene Flügel, hält er sie kurz, dann hat er einen Flügel, also eine Feder tatsächlich. Mhm. Ja. Damit hat er einen Flügel gemalt, dann einen zweiten Flügel. Dann hat er die Lampe gewechselt, ein bisschen das Laub halt angeleuchtet und dann haben wir kurz die Kamera abgedeckt und ich bin hingegangen, habe das Licht angemacht, einfach ein paar Sekunden, das haben wir ausprobiert, wie lange, und dann halt eben der Kamera aus und das war's. Also in mehreren Stufen gemacht. So wie man es im Photoshop machen würde. Man würde mehrere Bilder machen. Ja, man würde mehrere Bilder machen und die zusammensetzen. Aber das dauert 3 Minuten. Im Photoshop würde ich eine Stunde sitzen. Ja. Also lohnt sich definitiv, das gleiche richtig zu machen. Handgemachte Kunst. Genau. Vielleicht ein paar Spezialitäten noch. Eine Besonderheit war noch, dass wir die Motorhaube auch nochmal angeleuchtet haben, damit man das VW-Zeichen sieht und so weiter. Dass man also dass die Front auch wirklich Farbe hat. Das muss man natürlich nicht machen. Dadurch sieht man nicht so sehr Bewegungsunschärfe oder sowas, sondern das Auto ist halt sehr klar zu sehen, was gut aussieht. Man könnte auch sagen, man will Dynamik drin haben und wird was anderes machen. Man könnte natürlich jetzt irgendwie noch Nebel machen, Rauch oder irgendwie sowas, wenn man die Scheinwerfer mehr sehen wollte etc. Man kann natürlich noch, weil feucht wäre es, man kann natürlich noch kreativ werden. Aber es war eine Gaudi. Wir haben 4 Versuche gebraucht. Wir sind eine halbe Stunde hier. Also das war jetzt erstaunlich schnell für Flügel hier. Ja. Spontane Flügelchen. Aber cool. Hast du noch was zu ergänzen? Nein. Schönes Bild geworden, ne? Wir haben festgestellt, der Olaf malt gerne Flügel. Ja, ich liebe Flügel. Also, ich hoffe, der Bonus war nochmal spannend. Viel Spaß, wenn du einen Porsche hast und dem Flügel verleihst oder eine Ente oder wie auch immer. Also, in diesem Sinne, wir gehen jetzt ins Bett. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Ente ist gut. Käfer hätte noch gepasst auch. Oh, Käferflügel, ja. Jetzt, wir brauchen verschiedene Autos jetzt. Oh, mit Marienkäferflügelchen. Ich tagge mal VW, vielleicht melden sie sich ja. Käfer.